Ja, es ist wieder mal abends. Es ist wieder mal ein Tag vergangen, an dem im Fernsehen seltsame Leute auftreten, mit seltsamen Meinungen, die mit einem Ampelsystem uns erklären wollen, dass wir irgendwie in Gefahr sind, die sich den Fakten verschließen, die die Wahrheit nicht hören wollen, nämlich dass ihre dummen Ansagen komplett überflüssig sind. Wir wollen die nicht mehr hören. Wir mögen sie nicht mehr hören. Wir können sie nicht mehr ertragen. Vor allen Dingen, weil sie überhaupt nichts zu tun haben mit der Wahrheit. Nichts, null, gar nichts. Schnauze. Meine Frau hat mich heute Abend gefragt, sag mal, wann gibt's denn mal einen Corona-freien Tag? Wollen wir nicht mal einen Corona-freien Tag die Woche vereinbaren, wo wir nicht über Corona reden? Oder einfach mal einen schönen Tag haben? Und ich fragte zurück, einen schönen Tag? Wie kann ich einen schönen Tag haben, wenn ich mir solche Leute anhören muss, die solche dummen Sachen sagen, die anscheinend selbst völlig hohl sind, dass sie solche Sachen sagen, die weiterhin die Bevölkerung auf Trab halten, die weiterhin Gesetze verabschieden, in denen drin steht, dass sie uns im Fall der Fälle einsperren können, wie der Herr Anschober in Österreich. Ja, gucken Sie sich die Debatten an um diesen Blödsinn. Was soll der ganze Mist? Die Krankenhäuser sind nicht überlastet. Wir haben hier nicht die Pest, wir haben hier keine Seuche. Das Coronavirus hat sich hier vielleicht in einer harmloseren Variante irgendwo versteckt, weil wir müssen es ja geradezu ausgraben mit Millionen von Tests, um es irgendwo zu finden. Aber vielleicht ist es auch gar kein Virus. Vielleicht ist es bloß unser fehlerhafter PCR-Test, der diesen ganzen Mist hier einfach uns suggeriert, dass wir handeln müssen. Ist ja auch so schön bequem für unsere Arschlöcher da oben. Das Wort ist mir einfach so rausgefahren jetzt eben, ja. Müssen Sie sich nicht drüber wundern. So funktioniert das mit der Radikalisierung der Bevölkerung. Dass man einfach das Gefühl hat, man wird völlig hängen gelassen von den Verantwortungsträgern, die sich nicht um die Kinder kümmern, die sich nicht um die Alten kümmern, die sich nicht um die Angestellten kümmern, die sich um niemanden kümmern, außer um sich selbst. Arschlöcher.